Herr Kuhl, was sind die zentralen Merkmale eines Arbeitsplatzes der Zukunft? Ich denke, dass es nicht das oder die speziellen Merkmale des Arbeitsplatzes der Zukunft gibt. Was wir sehen, ist, dass im Prinzip die Veränderung, der Wandel, die einzige Konstante ist, die den Arbeitsplatz ständig verändert. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung hat stark zugenommen und wird auch weiterhin noch weiter zunehmen. Das bedeutet, dass am Arbeitsplatz der Zukunft zwei Dinge sehr wichtig werden. Das eine ist die Eigeninitiative, die Möglichkeit von Mitarbeitern, tatsächlich diese Veränderung annehmen zu können und daraus Kapital zu schlagen, effektiv zu werden, effizient zu werden. Also Eigeninitiative ist ein wichtiger Punkt im Arbeitsplatz der Zukunft. Und das Zweite ist tatsächlich, was wir heute auch schon sehen, eine Demokratisierung am Arbeitsplatz. Das heißt, Inhalte werden nicht nur vorgegeben und konsumiert für den Mitarbeiter sondern sie werden auch erstellt, sie werden geteilt, es wird kollaboriert. Und diese Demokratisierung ist ein anderer wesentlicher Bestandteil, der natürlich durch die ständige Veränderung mitkommt. Welche Rolle spielt, das ist jetzt der eine Aspekt, der andere Aspekt, welche Rolle spielt denn die technologischen Aspekte? Technologie und in dem Zuge auch die Digitalisierung der Arbeitswelt ist in vollem Gange. Von daher sind die Fragestellungen Arbeitsplatz der Zukunft und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Was heißt das für den Arbeitsplatz? Der Arbeitsplatz der Zukunft wird noch viel stärker dadurch geprägt sein, dass individualisiert, personalisiert, relevant für den einzelnen Mitarbeiter Informationen, Tools, Werkzeuge, Software zur Verfügung gestellt werden muss. Es muss relevant sein für den einzelnen Arbeitnehmer. Der andere interessante Aspekt ist, dass das Thema der Innovationen, der neuen Möglichkeiten am Arbeitsplatz noch stärker zunehmen wird. Schauen wir uns zum Beispiel Anbieter von SaaS-Lösungen an aus der Cloud, wie zum Beispiel Workday. Wir liefern allen unseren 1800 Kunden im Halbjahresrhythmus eine Fülle von Innovationen und neuen Möglichkeiten in unserem Produkt automatisch aus. Somit wird niemand zurückgelassen in einer alten Version oder alten Technologie. Jeder Arbeitsplatz partizipiert an den Neuerungen, an der Innovation. Und das ist natürlich fantastisch für Unternehmen, weil die automatisch auch daran teilhaben, was andere Unternehmen eben eingefordert haben von den SaaS-Anbietern. Letzte Frage. Was würden Sie Unternehmen empfehlen, damit sie professionell so einen Arbeitsplatz einführen? Wie müssen die aus Ihrer Sicht aussehen? Wenn wir über Wandel am Anfang gesprochen haben als die eine Konstante, das bedeutet auch, dass Unternehmen, Führungskräfte Change Management ganz, ganz ernst nehmen müssen und sehr professionell praktizieren können müssen. Das heißt, Führungskräfte werden im Prinzip mehr und mehr zu den Change Agents. Das andere Beispiel, das ich gebracht habe, sind diese ständigen Innovationen, die Individualisierung der Inhalte, der Werkzeuge am Arbeitsplatz. Und all das wird in der Geschwindigkeit noch ansteigen. So, das bedeutet, dass Führungskräfte, Unternehmen darauf achten müssen, dass sie diese Veränderung begleiten, dass sie die Mitarbeiter mitnehmen und konsequenterweise den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, sich ständig weiterzuentwickeln. Also Weiterentwicklungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen werden ein zentraler Bestandteil sein, weil eben die Mitarbeiter sich ständig flexibel und agil auch weiterentwickeln müssen im Rahmen dieser Veränderungen, die der Arbeitsplatz bringen wird. Vielen Dank. Danke Ihnen.